Cevapcici liest Wikipedia. Für alle, die sich interessieren. Herzlich willkommen zur ersten Runde Cevapcici liest Wikipedia auf Radio Froh. Nachdem wir letztes Monat auf dem Salonschiff Fräulein Florentina in Linz gestartet sind, gibt es heute die erste reguläre Sendung aus dem Studio. Ich darf die nächste Stunde für euch aus Wikipedia vorlesen. Da gibt's ja eh mehr als genug interessante Artikel. Sollt sie irgendjemand fragen, was Wikipedia überhaupt ist? Bitte die Volksempfänger etwas lauter drehen und den Computer oder Smartphone einschalten. Wikipedia gibt's nämlich 100% gratis im Netz. Und das Schöne dran ist, jeder darf mitpfuschen. Ziel ist es nämlich, das gesammelte Wissen der Menschheit, fadformatiert, für jeden zugänglich zu machen. Ja, Wikipedia kann in sehr vielen Lebenslagen hilfreich sein. Mir hat's zumindest schon öfter den Arsch gerettet. Zum Beispiel bei dem ein oder anderen Referat in der Schule natürlich. Oder aber auch bei hitzigen Diskussionen an der Bar. Zum Beispiel. Es geht um, weiß nicht, Holocaust-Verleugnung oder so. Und dir sind die Argumente ausgegangen. Also schnell aufs Klo und beim Wischeln ein paar neue Fakten heraussuchen. Ist ja egal, ob die Prozentzahl dann nicht ganz korrekt war. Wichtig ist es, seine Argumente mit gut recherchiertem Halbwissen zu untermauern. Cevapcici liest Wikipedia. Jeder, der oder die live bei uns jetzt mitlesen möchten, können jetzt das Smartphone herausfischen und Hexe auf Wikipedia eintippen. Beim Absatz frühneuzeitliches Hexenverständnis geht's los. Hexen. Zu den Merkmalen einer Hexe gehören laut der Hexenlehre der frühneuzeitlichen Hexentheoretiker erstens der Hexenflug auf Stöcken, Tieren, Dämonen oder mit Hilfe von Flugsalben, zweitens das Treffen mit dem Teufel und anderen Hexen auf dem sogenannten Hexensabbat, drittens der Pakt mit dem Teufel und oder viertens der Geschlechtsverkehr mit dem Teufel in Gestalt von Inkubus oder Succubus, das ist die sogenannte Teufelsbuhlschaft, und fünftens ganz, ganz wichtig, der Schadenzauber. Diese fünf Merkmale bildeten ab etwa 1400 den elaborierten Hexencode. Ich frage mich jetzt dabei natürlich, wie kann man heutzutage eine Hexe oder einen Schadenzauber festnageln? Wie erkennt man das? Denn diese fünf Merkmale sind heutzutage natürlich nicht mehr ganz up to date. Juristen haben sich darüber Jahrhunderte den Kopf zerbrochen und das Wiki bietet unter dem Absatz juristische Wertung eine moderne Definition an, wie man einen Schadenzauber denn heute erkennen kann. Juristisch gilt Schadenzauber in Deutschland heute als untauglicher Versuch im Sinne des § 22 und § 23 StGB. Also der Versuch, eine Straftat zu begehen, der von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Als abergläubischer Versuch ist der Versuch, Menschen, Tiere oder Gegenstände zu verhexen, straflos. Als abergläubisch gilt die Jure jedes Verhalten, bei dem der Täter auf die Wirksamkeit nicht existierender oder nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis jedenfalls nicht nachweisbarer magischer Kräfte vertraut. Nach der Logik maßgeblicher Juristen wird der abergläubische Versuch deshalb nicht bestraft, weil es, Zitat, selbst wenn der vom Täter angestrebte Erfolg tatsächlich eintrete, nach derzeitigen Erkenntnissen an der Kausalität fehlen würde. Was das jetzt genau heißt, wird sich später noch anhand eines Beispiels erklären. Ähnlich bestimmt im österreichischen Strafgesetzbuch § 15 Absatz 3. Der Versuch und die Beteiligung daran sind nicht strafbar, wenn die Vollendung der Tat mangels persönlicher Eigenschaften oder Verhältnisse, die das Gesetz beim Handelnden voraussetzt oder nach der Art der Handlung oder des Gegenstands, an dem die Tat begangen wurde, unter keinen Umständen möglich war. Also, wenn's nicht zaubern kannst, wirst du nicht fürs Zaubern angezeigt.
Die entsprechende Bestimmung des Schweizer Strafgesetzbuchs lautet: Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt das straflos. Wer etwa in einem Rechtsstaat vorhätte, jemanden wegen der Beschwörung eines Todesengels strafrechtlich zu verurteilen, müsste beweisen können, dass es erstens Engel oder hier Todesengel gibt, diese zweitens grundsätzlich durch Menschen steuerbar sind und drittens, dass der Tatverdächtige zu dem privilegierten Personenkreis gehört, dem dies auch möglich ist. Na schön, dass sie das Gesetz wenigstens eingesteht, dass so ein privilegierter Personenkreis überhaupt existiert. Nach herrschender juristischer Auffassung fehlt es jedoch beim abergläubischen Versuch, mangels Beherrschung der übersinnlichen Kräfte, am Tatvorsatz. Naja gut, die haben aber wirklich an alles gedacht. Die These, dass der Aufklärung verpflichtete Juristen auf den Versuch, Menschen durch Zauberei Schaden zuzufügen, nur mit Mitleid und nicht mit der Verhängung einer Strafe reagieren könnten, veranschaulicht Maximilian Becker mit folgenden Worten. Wenn der A, also der A, an einer heiligen Stätte um Mitternacht, ja, bei Vollmond von mir, was den zu Hause im Bett liegenden B mit einem Todesfluch überzieht, ja, und der B wenige Minuten später an einem Herzschlag stirbt, da kommt doch niemand auf die Idee, der den A wegen eines vollendeten Tötungsdelikts zu bestrafen. Auch versuche derjenige, der etwa für den Tod seines Nachbarn bete, nicht diesen zu töten, sondern glaube nur, dass er das versuche. Cevapcici liest Wikipedia. Glauben hast nix wissen. Der Hexenhammer. Alle, die wieder mitlesen möchten, mögen Folgendes in ihren Browser eingeben: de.wikipedia.org/wiki/Hexenhammer. Wikipedia bietet weiterführend Lektüre an, die heute nicht mehr ganz so leicht zugänglich ist. Darunter fällt der Hexenhammer oder auf Latein Malleus Maleficarum. Er ist ein Werk zur Legitimation der Hexenverfolgung, das der Dominikaner Heinrich Kramer oder Latein Henricus Institoris nach heutigem Stand der Forschung im Jahre 1486 in Speyer veröffentlichte und das bis ins 17. Jahrhundert hinein in 29 Auflagen erschien. Wenn man auf der Wikipedia-Seite von den Hexen ganz weit nach unten scrollt, findet man den Wikisource-Link zum Hexenhammer. Dort kann man sich alle drei Teile des originalen Hexenhammers durchlesen. Und im zweiten Teil fällt ein Kapitel ganz besonders ins Auge. Kapitel 7. Über die Art, wie sie die männlichen Glieder wegzuhexen pflegen. In der Stadt Regensburg nämlich hing sich ein Jüngling an ein Mädchen, und als er es im Stiche lassen wollte, verlor er sein männliches, natürlich durch Gaukelkunst, so daß er nichts sehen und fassen konnte als den glatten Körper, worüber er beängstigt ward. Nun ging er einst in ein Gewölbe, um Wein zu kaufen. Hier blieb er eine Weile, als ein Weib hinzukam, dem er den Grund seiner Traurigkeit entdeckte und alles erzählte, auch ihr zeigte, dass es so mit seinem Leibe stände. Die verschmitzte Alte fragte, ob er keine im Verdacht hätte, und er nannte jene und erzählte ausführlich die Geschichte. Jene erwiderte, »Es ist nötig, dass du mit Gewalt, wo Freundlichkeit dir nicht hilft, sie zwingst, dir die Gesundheit wiederzugeben.« Und der Jüngling beobachtete im Dunklen den Weg, den die Hexe zu gehen pflegte. Und als er sie sah, bat er sie, ihm die Gesundheit wieder zu verleihen. Als jene sagte, sie sei unschuldig und wisse von nichts, stürzte er sich auf sie, würgte sie mit einem Handtuche und schrie, »Wenn du mir meine Gesundheit nicht wiedergibst, stirbst du von meiner Hand.« Da sagte sie,
da sie nicht schreien konnte und ihr Gesicht schon anschwoll und blau wurde. »Lass mich los, dann will ich dich heilen.« Und als der Jüngling den Knoten oder die Schlinge gelockert hatte und sie nicht mehr würgte, berührte die Hexe ihn mit der Hand zwischen den Schenkeln oder dem Schambeine und sprach, »Nun hast du, was du wünschest.« Und wie der Jüngling später erzählte, fühlte er deutlich, bevor er durch Sehen und Befühlen sich vergewisserte, dass ihm das Glied durch die bloße Berührung der Hexe wiedergegeben war. Ich als investigativer Journalist, der ich nun mal bin, kann die Geschichte natürlich jetzt nicht ganz so glauben. Aber der Hexenhammer erwähnt dann später noch einen Augenzeugenbericht, der selbst die härtesten Kritiker verstummen lassen sollte. Ähnliches pflegt ein Pater, ehrwürdig von Wandel und berühmt wegen seines Wissens in seinem Orden, aus dem Sprengel von Speyer zu erzählen. »An einem Tage«, sagte er, »als ich die Beichte abnahm, kam ein Jüngling, und während der Beichte klagte er laut, dass er das Männliche verloren habe. Ich wunderte mich und wollte seinen Worten nicht ohne weiteres glauben, denn leichten Herzens ist, wer leicht glaubt, sagt der Weise. Aber ich überzeugte mich durch meine Augen, indem ich nichts sah, als der Jüngling die Kleider abtat und die Stelle zeigte. Daher, fragte ich, ganz bei mir und mit vollem Verstande, ob er keine im Verdacht hätte, die ihn so behext hätte. Worauf der Jüngling erwiderte, er habe eine im Verdachte, die sei aber abwesend und wohne in Worms. Dann rate ich dir, so schnell als möglich zu ihr zu gehen und suche sie durch Versprechungen und freundliche Worte nach Kräften zu erweichen. Das tat er auch, denn nach wenigen Tagen kehrte er zurück und dankte mir, erzählte auch, er sei gesundet und habe alles wieder. Und ich glaubte seinen Worten, vergewisserte mich jedoch von Neuem durch meine Augen. Jetzt sind sie alle ganz bezaubert von unserem umgarnenden Gespiele, ihnen die Glieder versteifen zu lassen. Doch widmen wir uns jetzt am etwas ernsteren Thema.
Cevapcici liest Wikipedia. Halb Wissen, halb wahr. So, da aufgepasst, das wird Teststoff, gell? Alle, die wieder live mit uns mitlesen möchten, können dieses Mal Doktrin in Wikipedia eintipseln. Im Besonderen schauen wir uns dann die Sinatra-Doktrin und die Nixon-Doktrin kurz an. Doktrin. Wikipedia sagt: Eine Doktrin, von lateinisch doctrina, Lehre, ist ein System von Ansichten und Aussagen, oft mit dem Anspruch, allgemeine Gültigkeit zu besitzen. Im politischen Sprachgebrauch wird die Doktrin als politische Leitlinie der Regierung aufgefasst. Die Sinatra-Doktrin beschreibt die sowjetische Politik unter Mikhail Gorbatschow, die den Warschauer Paktstaaten erlaubte, die inneren Angelegenheiten souverän zu regeln. Am 25. Oktober 1989 besuchte Mikhail Gorbatschow den finnischen Präsidenten Mauno Koivisto in Helsinki. Beide erklärten an jenem Tag den Verzicht auf den Ersteinsatz von bewaffneter Gewalt gegen ein gegnerisches Bündnis, einen neutralen Staat oder einen Staat des eigenen Bündnisses. Gennadi Gerasimov, ein Delegationsmitglied während des Treffens in Helsinki, gab gegenüber der westlichen Presse bekannt, Gorbatschow hätte eine Sinatra-Doktrin herausgegeben. Den Journalisten vor Ort erklärte er den Begriff mit der Äußerung: You know the Frank Sinatra song? Ups. I did it my way. Poland and Hungary are now doing it their way. I think the Brezhnev Doctrine is dead. Die Bezeichnung der Doktrin nach Frank Sinatra spielte damit auf das durch ihn weltbekannt gewordene Lied an und sollte die Möglichkeit der Warschauer Paktstaaten, namentlich Polen und Ungarn, symbolisieren, jetzt ihren Weg eigener innerer Reformen und ohne Einmischung von außen zu gehen können. Die vorherige Brezhnev-Doktrin hat beispielsweise die Invasion in der Tschechoslowakei gerechtfertigt. Was so eine Doktrin nicht alles verändern kann, klingt manchmal so freundlich, ist aber meistens voller Zwiespalt. In der Nixon-Doktrin von 1969 stand ja beispielsweise auch sowas wie: Wir werden einen schützenden Schild bieten, falls eine Atommacht die Freiheit einer mit uns verbündeten Nation bedroht. Und dann in einem Nebensatz, deren Existenz wir als für unsere Sicherheit lebenswichtig erachten. Liest sie doch sehr besorgt und beschützend. Ja, solange man der ist, der beschützt wird, hat man ja eh kein Problem. Unter diesem Deckmantel des schützenden Schildes sind dann natürlich noch tausende Kommunisten umgekommen, bis die USA dann doch lieber einen Friedensvertrag unterzeichnet hat, um einer demütigenden Niederlage gerade noch zu entgehen. Der Präsident Richard Nixon hat zu der Zeit auch seine eigene Strategie entwickelt, und zwar wollte er, dass die Vietnamesen oder eigentlich der Rest der Welt ihn für dermaßen geisteskrank und verrückt geworden halten, dass sie ihm zutrauen, dass der Kerl jederzeit bereit ist, eine weitere Atombombe zu zünden. So weit ist sie dann schlussendlich nicht gekommen, glücklicherweise. Aber hey, das ist nicht meine Meinung, ja? Das steht alles da in Wikipedia drin. Wer weiter daran interessiert ist, kann ja unter der Madman Theory auf Wikipedia weiterlesen. Der Artikel behandelt dann genau die Strategie, die der Nixon zu der Zeit gefahren ist. Den Artikel Madman Theory gibt's allerdings nur in der englischsprachigen Wikipedia. Es ist trotzdem aber irgendwie schade, dass Österreich nie Doktrinen herausgibt. Ein Profimusiker, meine Damen und Herren. Thank you.
Dominik! Liebe Österreicher, Ihnen und Österreicher, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass der chinesische Staat hinter verschlossenen Türen plant, Österreich als Großmacht zu überholen. Und weil man die Stärke des Gegners ausnutzen muss, das haben wir ja vom Kung Fu gelernt, probieren wir es jetzt einmal mit der umgekehrten Strategie. Wenn uns die Chinesen schon dauernd kopieren, dann kopieren wir jetzt die Kopierer. Genau. Liebe Freunde, unser erstes Ziel muss es daher sein, ein ebenbürtiges Niveau in der Bevölkerungsanzahl zu erreichen. Daher führen wir mit 1. Jänner 2016 eine strikte Sechs-Kind-Politik in Österreich ein. Laut Expertenschätzung wird mit 1. Jänner 2030 dann das Bevölkerungssoll von 3 Milliarden erreicht sein, worauf spontan auf eine Ein-Kind-Politik umgestellt wird. Selbstverständlich geschlechtsneutral, liebe Genossinnen und Genossen. Unser zweites Ziel muss es sein, den österreichischen Luftraum wieder für uns zurückzugewinnen. Der Aufkauf der Eurofighter hat sich ja bereits als bewährt erwiesen, weswegen das Kontingent auf 36 aufgestockt werden wird. Amazon wird als privater Sicherheitsdienst engagiert. Ich habe im Internet gesehen, die haben jetzt auch schon Drohnen, die brauchen wir auch. Und die sorgen dann für die Sicherheit im Luftraum. Die Eurofighter parken wir an den Landesgrenzen, dort sorgen sie vom Boden aus für Abschreckung. So, Punkt 3, die Föst. Die Föst wird verkauft, genau. Ja, an wen? Na, an die Chinesen, an wen denn sonst? Bitte? Nein, wir geben sie ihnen ganz dreckig und dann müssen sie es erst einmal putzen. So, vierter und letzter Punkt. Wie in einer gemäßigten Diktatur üblich, wird sämtliche Transparenz mit sofortiger Wirkung aus der Politik verbannt und durch großzügige Korruptionssubventionen ersetzt. Und liebe Freunde, ich bin mir sicher, dass wenn wir diese Ziele gemeinsam erreicht haben, machen wir unser geliebtes Österreich wieder zur sozialdemokratischen Großmacht. Dazu beißen wir gemeinsam in den sauren Apfel. Euer Werner. Cevapcici liest Wikipedia. Früher musste man für eine Lesung noch ein Buch schreiben. Jeder, der wieder mit uns mitlesen möchte, kann für das nächste Kapitel das Wort Schimpfwort auf Wikipedia eingeben. Im folgenden Artikel kommen böse Wörter vor, drum muss ich an dir eine ausdrückliche Jugendwarnung aussprechen. Was aber eigentlich noch viel wichtiger ist, ich bin weder dem Chinesischen noch dem Italienischen, geschweige denn dem Französischen, wirklich mächtig, darum möchte ich alle bitten, die einen besseren Vorschlag für die Aussprache von einem Wort haben, dass sie sich einfach bei mir melden. Ja? Ihr könnt mir gern eine Mail schreiben, wo die richtige Aussprache dann drinsteht. Ich lerne ja selbst auch immer wieder gern was Neues dazu. Wikipedia sagt: Ein Schimpfwort oder Scheltwort, wissenschaftlich auch Malediktum, ja, das Böse zieht sich heute durch die Sendung durch, meist im Plural maledicta, ist ein Wort, das eine Person oder seltener ein Objekt mit einer teilweise stark abwertenden Bedeutung, dem sogenannten Pejorativ, besetzt und sie auf diese Weise beleidigt oder herabsetzt. Abwertende Bedeutungen durch Verunreinigung, Körperausscheidung und Ekel. Zahlreiche Schimpfwörter verunglimpfen den Beschimpften, indem sie ihn mit Verunreinigungen oder den Organen bzw. Produkten der Exkretion in Verbindung bringen oder als ekelhaft bezeichnen. Im Deutschen werden viele Schimpfwörter aus Wörtern wie Schmutz, Dreck, Abschaum, Mist, Scheiße, Arsch, Pissen, Ekel oder Kotzen gebildet. Beispiele: Arschloch, Scheißer, Mistkerl. Im Englischen entsprechen dem Schimpfwörter wie
Asshole, Shitbag und Old Fart. Old Fart, übrigens steht dabei, heißt übersetzt so sinngemäß so viel wie alter Furz. Im Französischen zum Beispiel Salaud und Merde. Letzteres im Sinne von widerwärtige Person. Im Italienischen wird das Wort Stronzo, das ursprünglich ein festes, zylindrisches Kotstück bezeichnet, im Sinne von Idiot verwendet. Im Chinesischen werden viele Schimpfwörter aus dem Wort Si für tot, asig oder stinkend abgeleitet, zum Beispiel Si Pi Yan, sinngemäß verfluchtes Arschloch, oder Si San Ba, stinkendes Flittchen. Sexuelle Bedeutungen. Viele Schimpfwörter bringen den Beschimpften mit Genitalien in Verbindung, zum Beispiel Fotze oder Sackgesicht. Im Italienischen entsprechen dem Ausdrücke wie Fazia di cazzo, Schwanzgesicht, Testa di cazzo, Schwanzkopf, Fazio di culo, Arschgesicht oder Coglione, Hoden. Im Chinesischen bedeutet das Schimpfwort Jabi wörtlich dumme Vagina so viel wie dumme Person. Zhongbi so viel wie stinkende Fotze und Zhuangbi also sich als Vagina verstellen so viel wie Angeber. Ebenso verbreitet sind Schimpfwörter, die aus sexuellen Handlungen abgeleitet sind, wie Wichser oder Schwanzlutscher. Viele Schimpfwörter bezeichnen Personen als homosexuell, Schwuchtel oder Homo oder transsexuell, Transe oder der Klassiker Schwanzfrau. Gesellschaftliche Gruppen, die mit solchen Schimpfwörtern stigmatisiert werden, münzen diese Wörter gelegentlich um, bis sie wertneutral sind. Das sind dann die sogenannten Geusenwörter, zu denen kommen wir später dann noch. Pejorativ, also beleidigend, sind auch Wörter, die den Bezeichneten mit Promiskuität oder Prostitution in Verbindung bringen. Hurenutte, Schlampe oder Hurenbock. Im Chinesischen gibt es zum Beispiel das Schimpfwort Zhong Biaozi, stinkende Hure. Frauen mit wechselnden Sexualpartnern werden als Hu Li Jing, wörtlich Fuchsgeist oder Füchsin. San Ba, wörtlich der 8.3., also der 8. März. Der 8. März ist der internationale Frauentag. San Ba heißt also sinngemäß so viel wie Dummkopf, Großmaul oder Schlampe. Gong Gong Chige, wörtlich öffentlicher Bus. Biao Zi, Hure oder Nian Juren. Na, falsch. Jian Nü. Jian Nür. Falls wer Chinesisch spricht, bitte schreibt es mir, wie man billige Frau oder Flittchen auf Chinesisch ausspricht. Andere Schimpfwörter bringen den Bezeichneten mit passiv erlittenem Ehebruch, dem sogenannten Hahnrei, oder mit einer unehelichen Geburt, dem Bastards, in Verbindung. Im Chinesischen ist unter anderem das Schimpfwort Wangba für Bastard verbreitet. Im Spanischen wird wie im Italienischen vor allem auf die Familie, die Virilität im Besonderen und die Sexualität im Allgemeinen gezielt. Abgesehen von Hijo de puta, Hurensohn, gibt es besonders in Mexiko zahlreiche Ableitungen und Kombinationen des Verbs chingar, das neben anderen Bedeutungen auch die von Ficken hat. Etwa chinga tu madre, fick deine Mutter, oder hijo de la chingada, Sohn der Gefickten. So, und der Stö, das war jetzt auch genug, ich höre an der Stö jetzt lieber auf. Wer sie weiter für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Schimpfwörtern interessiert, der findet auf der Wikipedia-Seite etwas weiter unten bei dem Punkt Siehe auch den Begriff Kategorie Doppelpunkt Schimpfwort. Wenn man auf Kategorie Doppelpunkt Schimpfwort draufklickt, dann findet man sehr viele Begriffe rund um das Thema Schimpfwort. Alles, was da so im Dunstkreis mitschwingt, wie zum Beispiel deine Mutterwitze, Kacke, Meschugge, Honk oder Byzantinismus. Aber eines interessiert mich in der Liste ganz genau und das ist das Geusenwort.
als Geusenwörter aus dem niederländischen Geusennaam oder Trotzwörter werden in der Linguistik Wörter bezeichnet, die ursprünglich eine Personengruppe beschimpfen sollten, von dieser aber positiv umgemünzt werden. Geusen, niederländisch Geusen, ist der Name, den sich die niederländischen Freiheitskämpfer während des 80-jährigen Krieges nach dem französischen Wort für Bettler gaben, mit dem sie von Seiten des spanischen Adels herablassend bezeichnet wurden. Beispiele für solche als Selbstbezeichnung positiv umgedeuteten Wörter sind Ausdrücke wie Nerd, Pirat, Quäker, Christ, Queer oder Yankee. Pirat ist dabei nur eher jüngeres Geusenwort. Ich meine, Nerd zwar ist auch ein modernes Wort, aber Pirat gibt es ja doch schon sehr lang, das Wort. Und die Umwandlung zu einem positiv behafteten Begriff hat erst vor kurzem stattgefunden. Und zwar ist erst einmal der Begriff Pirat in die Moderne geholt worden mit Softwarepiraterie und Pirate Bay und ähnlichem. Und dann hat sich schlussendlich doch eine politische Gruppierung so benannt und sie quasi das Freibeutertum auf die politische Flagge geschrieben. Sehr gut gegeust, muss man sagen, an dieser Stelle. Aber da gibt es bestimmt nur viel, viel mehr Geusenwörter. Zum Beispiel Vegetarier wäre ein Beispiel. Obwohl, nein, da ist es eher umgekehrt. Ja. War zuerst eben normaler, neutraler Begriff, hat dann im Nachhinein, ist er wahrscheinlich ein bisschen als Schimpfwort missbraucht worden. Vegetarier. Ist wie Gutmensch eigentlich. Man da eigentlich was Positives wird, aber dann von Nicht-Gutmenschen als Schimpfwort gebraucht. Nicht-Gutmenschen. Das heißt aber nicht, dass das gleich ein Bösmensch ist, ja. Staatskünstler, da zählt es auf jeden Fall, das ist ein Geusenwort. Staatskünstler war früher so ein Trotzwort von der eher rechten Fraktion, so hat man nämlich die ganzen linksgesinnten Kabarettisten genannt, die angeblich vom Staat bezahlt werden, um da auf der Bühne ihre Ideologien zu verbreiten. Ja, ist natürlich ein ähnlich fragwürdiges Schimpfwort wie Gutmensch, aber die Linken haben das einfach umgemünzt. Mittlerweile gibt es eine Auszeichnung, den Staatskünstlerpreis, der glaube ich sogar vom Präsident Obama verliehen wird, und eine Fernsehserie. Immerhin. Auch wieder sehr schön gegeust von den Kollegen. Naja, weiter im Text. Die Bezeichnung schwul. Ebenfalls eine zunächst von Betroffenen adaptierte Beschimpfung wird inzwischen in vielen Bereichen bereits ohne abwertende Konnotation gebraucht, hat aber unter anderem in der Jugendsprache noch immer eine pejorative, also beleidigende Wirkung, die sich häufig von der Ursprungsbedeutung abgelöst hat.
Uiuiuiui. Da kommt wieder das schöne Phänomen zum Greifen. Egal wie gut du bist, im Internet macht es immer irgendwer schneller und besser. Ja, meistens ist es ein Asiat, muss man fairerweise dazu sagen. Oder ein Russe. Ja, ja, das glaubt man nicht, aber die Russen sind oft in viel besser als wir. Ja. Also wurscht, weil in dem Fall ist es wahrscheinlich eh jeder. Dabei mache ich das eigentlich ganz gerne, ja, mich selbst im Internet mit anderen Menschen vergleichen. Das kann furchtbar spannend sein, birgt aber auch große Gefahr in sich. Es ist ähnlich, wie wenn du so leicht flüssigen Stuhlgang hast und schnell im Internet nachschaust, was es denn sein könnte, und auf einmal kommst du drauf, dass es eigentlich nichts anderes sein kann als ein Bauchspeicheldrüsenkrebs. Kommt immer darauf an, wie man mit so einer Information auch umgeht. Der Reiz, andere Biografien mit der eigenen zu vergleichen, so die großen Lebensschritte ein bisschen abstecken, wer hat wann was gemacht, Kinder gekriegt, Arbeit und so weiter, kann die wirklich fertig machen, kann die aber auch inspirieren. Schöne Phrasen gibt's da, die so in jeder zweiten Biografie vorkommen, wie bereits im Alter von 9 Jahren machte er erste Bühnenerfahrungen. Super, ja. Klingt immer danach, als ob alles im Leben auf die eine Karriere ausgerichtet war. Ja, nicht jeder, der Referate über Hubschrauber macht, wird deswegen gleich Pilot. Manchmal ist halt eher Zufall, was einem im Leben so passiert. Liest sich halt im Nachhinein dann nur besser, wenn es so ausschaut, als ob wirklich ein langer Plan dahinter gestanden wäre. Und solche Sätze gibt es wirklich in jeder zweiten Biografie. Und ich muss wissen, ich hab's alle gelesen. Alle relevanten Biografien von Menschen dieses Planeten hab ich intus. Ja, Gandhi, Bush, Eklor, Napoleon, Attila, Hitler war auch dabei. Ja. Tesla, auch sehr interessant. Dann Helene Fischer, Falco, Heider, Lady Di, Niki Lauda und alle anderen, die sich mit dem Auto da stessen haben. Da habe ich so ein extra Regal dafür angefangen. Freud war dabei, Jung, natürlich Disney, Dylan, Ambrose, Mozart und sogar Björn Frieland. Ist Björn Frieland, kennt man, ist einer der populärsten und wenn Sie mich fragen, talentiertesten Sportfischer aus Norwegen. Kreisky, Marx, Engels und Madonna war dann auch noch dabei. Ich kenne alle relevanten Biografien. Aber egal, ob die Errungenschaften eines Menschen, ja, eine Biografie so auf 500 Seiten zusammengepresst rechtfertigen. In der Masse gehen immer die Leute unter, die wirklich was geleistet haben. Die aber kein Schwanz kennt, die kein öffentlicher Bus kennt. Und auch dafür ist Wikipedia sehr, sehr hilfreich, solche vergessenen Helden wieder auszugraben. Es geht um folgenden Herrn. Leonid Iwanowitsch Rogosow, geboren am 14. März 1934 in der Station Dauria Rosenborschau-Plaschita, russische SFSR, Sowjetunion, gestorben am 21. September 2000 in St. Petersburg, war ein sowjetischer Chirurg, der weltbekannt wurde, weil er 61 als erster und bis jetzt einziger Mensch. Alle, die wieder mit uns mitlesen möchten, den Leonid Rogosow schreibt man Leonid, wie der Löwe auf Altgriechisch und It hinten dran, und Rogosow schreibt man wie den Leonid Brezhnev. Sie erinnern sich, das war der mit der Frank Sinatra-Doktrin, also mit W am Ende, Rogosow. Ich möchte das Ende der Geschichte an dieser Stelle noch nicht verraten. Wen es interessiert, der kann ja schon mal vorlesen. Und währenddessen werde ich das Kapitel Arbeit in der Antarktis vorlesen. Cevapcici liest Wikipedia. Wikipedia sagt,
Rogosow schloss 59 sein Studium ab und begann danach gleich mit einer Facharztausbildung zum Chirurgen. Obwohl er kurz vor der Fertigstellung seiner Dissertation war, unterbrach er seine chirurgische Facharztausbildung nach circa einem Jahr, da er als Arzt an der 6. sowjetischen Antarktis-Expedition teilnahm. Gemeinsam mit den 12 anderen Expeditionsteilnehmern fuhr er am 5. November mit dem Schiff Ob in die Antarktis ab, wo sie nach 36 Tagen Seefahrt ankamen. Nach 9 Wochen Vorbereitungsarbeit wurde am 18. Februar 1961 in der Schirmacher Oase die neue sowjetische Antarktis-Station eröffnet. Außer seiner Hauptaufgabe als Expeditionsarzt wurde er auch als Meteorologe und als Kraftfahrer eingesetzt. Also man merkt schon, die Burschen haben sich da die Arbeit in dem kleinen Team ein bisschen untereinander aufgeteilt. Das mag vielleicht für den weiteren Verlauf der Geschichte nur eine Rolle spielen. Während der ersten Überwinterung in der Antarktisstation geschah das Ereignis, das den 27-jährigen Chirurgen weltbekannt machte. Am Morgen des 29. April 1961 entdeckte Rogosow bei sich alarmierende Symptome. Schwäche, Übelkeit, erhöhte Körpertemperatur und Schmerzen im rechten Unterbauch. Am 30. April erhöhte sich die Temperatur weiter und er bekam die Symptome einer lokalisierten Bauchfellentzündung, die auf eine Blinddarmentzündung hindeuteten. Seine Diagnose: akute Appendizitis. Eine konservative Behandlung mit Ruhe, örtlicher Kühlung und Antibiotika hatte keinen Erfolg. Bis zum Abend des 30. April verschlechterte sich sein Zustand beträchtlich. Da er der einzige Arzt der insgesamt 13-köpfigen Expedition war, konnte er vor Ort keine Hilfe in seinem lebensbedrohenden Zustand erwarten. Hilfe von umliegenden Antarktisstationen war auch nicht möglich. Es herrschte ausgesprochen schlechtes Wetter und in der Nähe gab es auch in Forschungsstationen anderer Länder keinerlei Flugzeuge. Das ist so ziemlich der beschissenste Ort auf der ganzen Welt, wo dir sowas passieren kann. Die nächste sowjetische Antarktisstation, die über ein Flugzeug verfügte, war die Mirny-Station. Sie lag über 1600 Kilometer entfernt. Um sein Leben zu retten, blieb Rogosow keine andere Wahl, als umgehend die Operation vor Ort an sich selber durchzuführen. Als Operationssaal stand lediglich bis auf ein Bett und 2 Nachtschränke leergeräumte Wohnunterkunft zur Verfügung. Unterstützt wurde er durch den Meteorologen Alexander Artemjew, der ihm die benötigten Instrumente reichte, sowie durch den Maschinenbauingenieur Sinovy Teplinski. Das beste Team, das man sich für Operationen am eigenen Körper zusammenstellen kann. Ein Mechaniker und ein russischer Indiana Jones. Naja, im AKH kriegst du auch nichts anderes. Der hatte die Aufgabe, also der Mechaniker, Rogosow mit einem kleinen runden Spiegel den Blick auf die Operationswunde zu gestatten und mit einer Tischlampe für notdürftige Beleuchtung zu sorgen. Der Leiter der Polarstation, Vladislav Gerbovitsch, stand für den Fall bereit, dass einer der beiden anderen Helfer während der Operation ohnmächtig werden und ausfallen könnte. Schließlich waren die Helfer vorher noch nie bei einem blutigen medizinischen Eingriff dabei gewesen. Rogosow berichtete später, dass seine beiden mit weißen Kitteln bekleideten Helfer zu Beginn der Operation kreidebleich waren. Das ist jetzt eigentlich schon ein kleiner Spoiler in der Geschichte, weil man weiß, dass er überlebt. Ne? Es steht zwar eh ganz oben auch schon, dass er erst im Jahr 2000 gestorben ist, aber bei den Jahreszahlen passt eh keiner auf, das weiß ich eh ganz genau. Naja, im Prinzip auch wurscht, ne? Weil er wird ja nicht der einzige Mensch auf der Welt sein, der bisher mal versucht hat, seinen eigenen Blinddarm zu entfernen und dabei abgekotzt ist. Das haben bestimmt schon mehr Leute geschafft. Rogosow begann die Operation am 1. Mai um 2 Uhr nachts Ortszeit. Er lag mit erhöhtem Oberkörper halb auf der linken Seite. Nach einer Lokalanästhesie mit Novocain 0,5%, also falls daheim mal wer ausprobieren möchte, machte er mit einem Skalpell einen 12 cm langen Schnitt im rechten Unterbauch. Kurzzeitig bekam ein weiteres Mitglied der Expedition die Erlaubnis, das Zimmer zum Fotografieren zu betreten.
auf der Wikipedia-Seite, ganz, ganz unten, gibt es einen Link, da kann man sich die Fotografie anschauen. Das ist ein schönes Schwarz-Weiß-Bild vom blutigen Rogosow, der gerade da auf seinem Bett sitzt und mit der Faust in seinem eigenen Bauch drinsteckt. Zeitweise blickte Rogosow für die Operation in den Spiegel, teilweise arbeitete er nur nach Gefühl, indem er mit seinen nackten Händen in der OP-Wunde tastete. Er entfernte den entzündeten Blinddarmfortsatz und applizierte Antibiotika in die Bauchhöhle. Der entzündete Wurmfortsatz stand kurz vor der Perforation. 30 bis 40 Minuten nach OP-Beginn entwickelte sich bei Rogosow eine starke allgemeine Schwäche mit Schwindelgefühl. Deshalb musste er während der Operation eine kurze Erholungspause einlegen. Schnell Nickerchen gemacht dazwischen. Nach insgesamt einer Stunde und 45 Minuten war die Operation beendet. 5 Tage später hatte sich seine Körpertemperatur normalisiert. Nach weiteren 2 Tagen wurden die Wundnähte entfernt. Pipapo, Happy End für den Rogosow. Ich möchte jetzt jeden, der eifrig mit uns mitliest, auffordern, während des nächsten Liedes ganz lange auf das wahrscheinlich beste Selfie der Welt zu starren. Gut, eigentlich technisch gesehen ist es kein Selfie, weil er das Foto ja nicht selbst von sich gemacht hat. Aber der Typ steckt mit seiner Faust in seinem eigenen Bauch drin. Das tötet irgendwie ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Sendung Cevapcici liest Wikipedia auf Radio Froh. Zum Schluss unserer Predigt darf ich noch wie jedes Mal die Termine für das nächste Monat bekannt geben. Wer etwas zu spät eingestiegen ist oder die Sendung aus anderen Gründen gern noch einmal nachhören möchte, zum Beispiel um sie Freunden zu zeigen, der findet die Sendung im Archiv des Radio Froh unter cba.froh.at. Die neue Folge von Cevapcici liest Wikipedia gibt's ab sofort jeden ersten Mittwoch im Monat. Der nächste Termin ist dann also der Mittwoch, der 6. Mai. Falls uns jemand gerne mal live sehen möchte, der sollte Ausschau nach Flyern im Raum Linz halten
oder einfach ein bisschen auf Facebook stalken. Bisherige Fixtermine sind der 22. April in der Alten Welt in Linz, voraussichtlich der 14.05. am Salonschiff Fräulein Florentine, quasi der Geburtsstätte unserer Wikipedia-Lesungen, und weitere Termine werden noch besprochen. So werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach am Wochenende des 9. und 10. Mai am Griesfenster in Graz spielen und lesen und im Juni dann noch einmal in der Kunsthure, ebenfalls in Graz. Der liebe Sergej, der manchmal mit mir mitliest, hat eine schöne Tradition eingeführt. Und zwar hat er gegen Ende jeder Lesung immer ein Zitat herausgesucht, was zum aktuellen Thema gepasst hat. Und was gibt's für eine schönere Methode, als eine Lesung mit einem schwulstigen Zitat zu beenden. Wir haben ja heute schon sehr, sehr viel über Schimpfwörter gelernt. Ja? Dazu hat auch Sigmund Freud einiges zu sagen gehabt. Und zwar hat er unter anderem mal diesen Satz von sich gegeben. Derjenige, der zum ersten Mal anstelle eines Speeres ein Schimpfwort benutzte, war der Begründer der Zivilisation. Schön. Sollte man eigentlich ja so stehen lassen. Aber da haben wir furchtbar viele andere Leute, furchtbar viel anderes Zeug dazu gesagt. Zum Beispiel die Bachmann, die Bachmann, ja, nicht der Bachmann, nicht der Peggy, wie heißt der? Lutz. Du weißt, wenn schon einer Lutz heißt. Räumungsverkauf, -30%, -70%, alles muss raus. Räumungsverkauf, -50%, alle Ausländer raus. Naja, jedenfalls die Bachmann. Die Ingeborg, die hat dazu auch gesagt, stimmt, hat sie gesagt. Also irgendwas anderes bestimmt auch noch, aber sie hat es einmal gelesen und da hat sie gesagt, ja, das stimmt. Ja. Zum Schluss möchte ich noch den Urhebern Tribut zollen. Ja. Eingespielt wurden unsere dilettantischen Versionen von eigentlich gute Lieder mit Hilfe vom Raphael, vom Thomas und dem Daniel. Vielen Dank an dieser Stelle. Also unsere Version von Minor Swing stammt ursprünglich vom lieben Django Reinhardt. Das Stück Gerudo Valley stammt aus der Feder des Japaners Koji Kondo, der es damals ursprünglich für das Spiel The Legend of Zelda Ocarina of Time komponierte. Limehouse Blues, weiß ich jetzt nicht so genau, war wahrscheinlich auch der Django. Und Tipsy Gypsy stammt, wie der Name schon sagt, von nicht näher genannten betrunkenen Zigeunern. Ich danke der Wikipedia, die von euch allen geschrieben wurde. Und ein letztes herzliches Dankeschön geht an die Autoren des Hexenhammers und an die Inquisition, ohne die diese Lesung nicht möglich gewesen wäre. Auf Wiederhören. Cevapcici liest Wikipedia. Früher musste man für eine Lesung noch ein Buch schreiben.